Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute, jetzt kommt wieder die lustige Aussprechphase, Naef. Wir bleiben bei Naef fürs Erste. Eine 2D, ganz wichtig, 2D-Weltraumsimulation, vor kurzem aktualisiert, heraufgehoben auf 0.6. Und, das mögen wir uns heute mal anschauen. Und zwar spielen wir zusammen das Tutorial, weil ich selbst noch nicht so ganz verstanden habe, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Ich bin mal ein bisschen über New Game rumgeflogen und, das war aber nicht so schön. Irgendwie, da bin ich irgendwie kaputt gegangen irgendwann und wusste nicht warum. Das war das Wichtigste. Naja, Tatsache ist, wir klicken auf Tutorial in der Hoffnung, dass es nicht nur eine Bildershow ist. Ich habe es noch nicht getestet und gehen. Ach du Scheibenkleister. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Play all. Was will man machen? Dann wird das eben ein kurz angespielt, / hier lernt ihr, wie es geht. Tutorial. Ich habe jetzt keine deutsche Sprachausführung gefunden. Ich vermute, die gibt es nicht. Falls doch, korrigiert mich bitte. Ich versuche euch das live und in Farbe zu übersetzen. Falls da mal der ein oder andere Fehler mit beikommen sollte, schlacht mich nicht, tretet mir nicht ins Gesicht. Das tut nämlich weh und B, weiß ich es nicht besser und ja. Welcome to the Basic Operation Tutorial. Also willkommen zum Basis Dingens Tutorial. Da fängt es schon an. Hier lernst du, wie alles geht und wie du dein Schiff kontrollierst. Okay. Wir fangen an mit dem Herumfliegen. Das geht mit AWSD. So viel hatte ich auch schon raus. Das kriegen wir also noch hin, hoffe ich. Okay. Fly around. Jump around. Jump around. Jump up and jump. Jump down. Okay, man merkt aber jetzt schon, das ist so zeitgesteuert. Also egal, ob ich jetzt rumgeflogen wäre oder nicht. Pech gehabt, nächste Lektion. Fliegen ist einfach. Anzuhalten ist die eine andere Sache. Um anzuhalten, musst du in die entgegengesetzte Richtung steuern. Um das einfacher zu machen, kannst du auch S drücken, um deine Richtung direkt um 180 Grad zu drehen, sozusagen. Naja, und wenn man umgedreht ist, soll man halt in die andere Richtung steuern. Also wir machen das mal Vollgas und dann drücken wir mal S. Also S gedrückt halten, genau. Und dann ist er jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung. Vollgas und stehen bleiben. Supi, funktioniert. Gut gemacht. Um sicher zu gehen, kann man das Ganze auch automatisch machen. Aber das habe ich auch schon rausgefunden. Mit Steuerung S kann man quasi diese Aktion, die ich gerade händisch gemacht habe, die macht er dann automatisch. Er bleibt automatisch stehen. Aber für Punktlandungen ist es eher weniger geeignet. Dazu später mehr. Beachte, dass dein Schiff auch in Richtung Maus fliegen kann, wenn du den Mausmodus aktivierst mit Steuerung X. Habe ich auch schon raus. Während dem Spiel, wie auch immer, wirst du große Distanzen überwinden müssen. Das machst du am besten mit der Star-Karte auf Tab. So, und da soll ich jetzt auch hinwechseln. Ich drücke mal auf OK, press Tab. Oh, da geht's direkt weiter. Das ist die System-Übersichtskarte. Die zeigt ja eine Übersicht der verschiedenen Sternsysteme. Sie zeigt eine Übersicht der Planeten im aktuellen Sternsystem und die Schiffe, die innerhalb deiner Reichweitenscanner sind. Du kannst diese Overlay-Map dazu benutzen, um herumzufliegen. Also durch das System zu navigieren. Und wenn du mit der rechten Maustaste irgendwo hinklickst, dann fliegt dein Schiff automatisch dahin. Übrigens wird dann auch die Zeit beschleunigt, das heißt, es dauert nicht ganz so lange. Es gibt eine Markierung auf der Karte. Sag deinem Schiff, soll dahin fliegen. Ja, also, wo ist die da? Fly hier. Rechtsklick. Und dann sieht man jetzt schon im Hintergrund, wie auf einmal hier Timelapse, alles mäßig. Da oben war auch gerade, wie viel er beschleunigt hat. So, Basic Operation. Großartig, die Autopilot-Navigation in Time Compression. Die Autonavigation im Tab-Menü, was wir gerade aufnahmen, ist der am meisten genutzte Weg, um sich zu bewegen im System. Der Autopilot wird dich nicht anhalten. Das heißt, jetzt merkt man hier, das Schiff ist noch am... schade, man merkt das nicht. Das Schiff würde sich quasi noch langsam im Raum bewegen, also ohne Beschleunigung, aber es würde noch dahin vegetieren und man müsste jetzt quasi mit dem Trick, den man eben gelernt hat, Steuerung S oder eben mit S dagegen navigieren. Naja, wie du sehen kannst, ist da ein anderes Schiff. We're going to board it. Heißt das nicht entern? Naja, wir werden es entern. Dafür musst du drei Dinge beachten. Als erstes musst du es anvisieren. Das kannst du mit Steuerung E oder indem du drauf klickst. Ansonsten musst du dich nahe des Schiffs bewegen. Das hast du schon gelernt. Und
Im Anschluss benutzt du B, um das Schiff zu betreten, zu entern. Keine Ahnung. Wir probieren das mal aus. Also. Oh, also hier Steuerung S. So, da merkt man schon. Also drücke ich gerade permanent. Jetzt stoppe ich. Also viel, viel zu spät. Das ist wirklich eine Sache, die man später irgendwann. Wo man ein bisschen mit lernen oder üben muss. So. Und jetzt mal ganz langsam. Also es gibt keine Bremse, man muss sich immer entgegengesetzt. So, jetzt sind wir ganz nah dran. Jetzt muss ich drauf klicken oder eben STRG E drücken, das geht beides. So, jetzt bin ich schon wieder am Wegsinken. Wir probieren nochmal gegensteuern. Und jetzt B. Du hast erfolgreich das Schiff geentert? Keine Ahnung. Entern oder betreten ist nützlich in einer Handvoll Situationen. Zum Beispiel, wenn du die Fracht klauen willst oder die Credits, also die Kohle des Schiffs, das du im Kampf ausgeschaltet hast oder kampfunfähig gemacht hast. Yay. Oder wenn das Schiff um Hilfe bittet. Naja, okay. Der finale Schritt in diesem Tutorial ist Landen. Landen arbeitet genauso wie das Entern, aber mit Planeten und Stationen. Markiere einen Planeten mit P, oh Gott, oder der Maus, und dann drücke L, um nach einer Landeerlaubnis zu fragen. Wenn die Erlaubnis gegeben ist, dann halte da an und drück dann irgendwann L, um zu landen. So, lande auf Paul 2. So, also Tab, Paul 2, da unten, da wollen wir hin. Und Autonav. Wer jetzt gedacht hat, das ist Paul 2, Pech gehabt. Das hier ist Paul 2 und Steuerung S. Wir fliegen dran vorbei. So, jetzt zeige ich euch einen Trick, der nicht im Tutorial stand. Wir sind nämlich faul. Spieler sind tendenziell immer faul. Und deswegen, klar, könnten wir hier oben alle möglichen Tasten drücken, aber wir machen einen Klick auf den Planeten, einen Doppelklick. So, da haben wir schon mal die Permission to Land granted, also wir dürfen landen und dann machen wir einfach ganz faul, weil wir faul sind und weil wir Spieler sind, noch einen Doppelklick und dann landen wir. Yay, also können wir uns den P und L-Quatsch sparen, außer wir sind totale Keyboard-Freaks. Dann Daumen hoch, dann natürlich schön alle Tasten drücken, ihr habt gesehen, wie es geht. So, das interessiert uns erstmal nicht, das ist nur die Planetenbeschreibung. Die übersetze ich euch nicht, das dürft ihr selbst machen. Gut gemacht, du bist auf Paul 2 gelandet. Wer ist eigentlich Paul? Dein Spiel wird jetzt automatisch gespeichert, wenn du landest. Und abschließend noch, du kannst L drücken. Lädt. Aha. Wenn du L drückst, kannst du damit am nächsten gelegenen Planeten ins Ziel nehmen, ins Visier nehmen. Und dann weißt du quasi, wo er ist. So. Ja, Glückwunsch, Basic Operation Tutorial ist durch. Supi. Exploration and Discovery, das heißt erkunden und erforschen. Oder eigentlich heißt das beides, ist das nicht das gleiche Wort für beides? Erkunden und erkunden. Oder finden, egal. Willkommen zum Exploration Discovery Tutorial. Dieses Tutorial wird dir zeigen, wie du Sachen erforscht und findest. Und also nicht erforschen im Sinne von forschen, sondern Gegenden forschen. So. In diesem Tutorial bist du in einem hochinterferenziösen System platziert worden. Also kein Radar, man sieht es hier oben. Du kannst nicht so weit gucken. Und blablabla, Sensor Interference, das wird hier expanded. Also die Interferenzen vermindern die Reichweite deiner Sensoren, ist klar. Open your system map, Tab Key, mache ich. Du schaust dir gerade die Karte an für das System. Sie scheint leer. Das ist warum. Das ist, weil die Sensoren nicht funktionieren. Jo. Weil die Interferenzen zu stark sind. Eine Markierung wurde auf deiner Karte gesetzt. Navigier dahin und denk dran, mit Rechtsklick kannst du das machen. So, da will ich hin. Rechtsklick, komm her. Navigate to the marker. Ach, da muss ich jetzt manuell hin navigieren. Oh mein Gott. Weil hier, ich kann nicht klicken. War da nicht eben klar? Hieß es nicht eben, ich kann klicken? Ich meine, ich kann da auch mal eben händisch hinfliegen. Bricht sich ja keiner was ab. Aber komisch ist es allemal, ich hätte schwören können. Vielleicht habe ich das auch überlesen, verlesen, was auch immer, dass ich hätte drücken sollen. Naja. So, Timelapse. Schade, dass er uns nicht erklärt hat, wie man den Timelapse manuell einstellt. Ich weiß nämlich, dass es auch irgendwie geht. Radar set to 40. Huch. You discover Tain. Ah, deswegen.
Something just happened. Irgendwas ist passiert. Du hast etwas entdeckt, und zwar einen Planeten in diesem System, der Tain heißt. Planeten sind die größten Objekte, die du in jedem System irgendwie überhaupt entdecken kannst. Deswegen wirst du sie wahrscheinlich als erstes entdecken, vor allem anderen. Flieg mal weiter. Jo, fliegen wir weiter. Ach, da ist Tain. Da sollen wir auch hinfliegen. Okay, gut, dann fliegen wir da mal weiter hin. Weil wir einfach die coolsten Säcke im System sind und das voll drauf haben. Ja, das ist immer so Tutorials, das zieht sich immer so ein bisschen. Später kommt noch Kampf und Handel, Aufträge annehmen und sowas. Also nicht jetzt schon abschalten, das Spiel ist wirklich interessant. Sonst würde ich mir ja gar nicht die Mühe machen hier. Du hast ja das andere entdeckt. Den Mond von Tain, nämlich Rain. Supi. Monde sind etwas kleiner, aber... Und daher auch schwieriger aufzuspüren. Du weißt jetzt, wo Tain und Rain sind. Positionen, Editor, Ships Computer. Du musst nicht nochmal nach ihnen suchen. Du kannst jetzt wegfliegen. Also auch wenn du von ihnen wegfliegst, weißt du, wo sie sind. Es gibt immer noch etwas zu entdecken in diesem System. Den Sprungpunkt zu dem nächsten System. Sprungpunkte sind sehr viel schwerer zu entdecken. Und gerade in hochinterferenziösen Systemen, wie in diesem hier. Schau dir die Karte an. Die Markierung ist jetzt auf der rechten Seite, fliegt dahin. Okay, machen wir die Markierung. Ach, da oben. Boah. Und ich kann nicht klicken. Boah. Ah, jetzt geht's. Das ging eben die ganze Zeit nicht. Ich verspreche es euch, dass das eben nicht ging. Ah ja. Gut gemacht. Du hast den Jump Point gefunden. Wie du jetzt sehen kannst, sind wir schon ziemlich nah dran, bevor das überhaupt passiert ist. Und, ja. Aber jetzt, da du weißt, wo er ist, bleibt er auch sichtbar für dich. Die Sprungpunkte sind total wichtig, um von A nach B zu kommen in der Galaxie. Aber manchmal sind sie echt schwer aufzuspüren. Achte darauf. Achte auf andere Systeme in deinem... Blödsinn. Achte auf andere Schiffe in dem System. Weil gerade Händler fliegen natürlich immer auf diese Jump Points zu. Und das heißt, wenn man denen folgt, findet man die Jump Points irgendwann von selbst. Wenn du auf einem Planeten landest, kannst du dich mit Leuten unterhalten in der Bar. Und die sind total freundlich teilweise oder sind teilweise total freundlich. Und ja, manche von denen geben dir auch die Informationen, die du haben willst. Wie zum Beispiel über die Jump Points. Und schau auf die Star Maps, die man kaufen kann auf dem Planeten. Und ja, die meisten davon decken halt irgendwas für dich auf und dann kannst du dich freuen. Und so, also unter anderem auch diese Jump-Portale. Natürlich sind nicht alle schwer zu finden. Ja, einige von denen sind sehr benutzerfreundlich platziert, sag ich mal. So, Jumps and Chains are called Highways. Highways are fun. Ja, okay. Okay, gut. Also diese Jump Points gibt's immer da, wo ein bisschen Verkehr quasi auf. Wie eine Autobahn. Autobahn gibt's auch da, wo man genau weiß, Leute von A nach B. Genauso sind diese Jump Points gesetzt. So habe ich das zumindest verstanden. Naja. Du weißt jetzt, wie man Planeten und Jump Points findet. Und du weißt sogar, dass manche Systeme das schwierig machen können. Als finalen Abschlusstipp. Einige Jump Points können nur dann entdeckt werden, wenn du bestimmte Sensoren hast. Und du genau weißt, wonach du suchst. Einige Jump Points sind sogar nur Exit Points, das heißt, du kannst sie quasi nicht sehen oder benutzen, sondern kommst nur da an von woanders. Ja, hätten wir das auch abgeschlossen. Hurra! Wuppdi-doo! Okay, nächstes. Es geht voran. Freunde, bleibt am Ball, es geht voran. Es wird noch interessanter. Wir sind übrigens John Doe, weil der cool ist. So, willkommen zum interstellaren Kampf-Tutorial. Jetzt endlich. Jetzt ist die Stunde geschlagen. Jetzt, Bam, Junge, bam. In diesem Tutorial wirst du lernen, wie man von einer Galaxie zur nächsten fliegt und wie man die Galaxie... What? Die Galaxiekarte benutzt. Hä? Okay, gut, okay. In diesem Tutorial werden wir das Mohawk-System verlassen und die anderen Sterne erkunden. Jedes Sternsystem ist verbunden zu einem oder mehreren Systemen durch die Jump Points. Diese Jump Points sind die einzigen Punkte, in denen du in den Hyperspace eintreten kannst. Und wenn du das gemacht hast,
tauchst du auf der anderen Seite des Checkpoints wieder auf. Eben in deinem Zielsystem. Checkpoints sind in der Overlay-Map zu sehen als Dreiecke. Mit dem Namen des Zielorts. So. Let's select a jump point. You can press H to do this. Wir machen das mal. H. Wow, es ist immer super, wenn man nicht sieht, was man gerade getan hat. Na gut. Gut. Wenn du die Bar, the bottom of the screen, die Dings, das hier, anschaust, dann siehst du, dass du... was? You'll see that it has changed to show you... To show that you have selected a hyperspace target next to NAV. No. Pilot system time credits NAV. Ah, unknown one. Okay, also dass du irgendwie dieses Hyperspace Target angewählt hast. Im Moment ist das Ziel noch unbekannt. Jo, steht da. Und weil du jetzt noch nicht darüber weißt, um ihn zu benutzen, um den Jump Point zu benutzen, den du selektiert hast, musst du hinfliegen, nah dran und den Hyperdrive aktivieren. Das wird mit J gemacht. Achso, wir wissen noch gar nicht, wohin der führt. Darum geht's. Deswegen steht da Unknown, weil wir nicht wissen, wohin der... Den Hyperspace-Punkt haben wir gefunden, aber wir wissen nicht, wo der uns hinbringt. So. Du musst hin... Das machst du mit J. We are not going to do that right now. And there's an easier way. For now, also jetzt, gibt einen einfachen Weg. Für jetzt press erstmal C, um das Ziel zu deselektieren. Und wenn du Planeten oder Schiffe angewählt hast, dann kannst du auch C mehrfach drücken. Um diese durcheinander, oder nicht durcheinander, sondern deine letzten Ziele erneut aufzurufen. So, press C. To deselect. Was bist du denn für ein Spacko? Boah, dieses Tutorial ist alles andere als nett. Also man sieht, ich habe jetzt zweimal eine Taste gedrückt und habe keine Ahnung, was ich getan habe. Nuff, none. Okay. Also ich habe schon eine Ahnung, aber egal. Eine andere Methode, den Hyperspace zu aktivieren oder auszuwählen, ist die Galaxy Map zu öffnen und das System zu wählen, in das man hin will. Drück mal M. Mache ich. Rums. Das ist die Galaxy Map. Das zeigt dir eine, viele Informationen über das System, das du besucht hast. Und lässt dich quer durch die Galaxie quasi springen. Und wenn du auf ein System klickst, dann ist das dein Hyperspace-Target-Ziel. Du siehst einen Knopf in der unteren rechten Ecke, das Autonav, der Autonav sagt. Wenn du den Button klickst, dann fliegst du da automatisch hin. Über das Ziel, was du vorher angewählt hast. Du kannst auch Autonav aktivieren, indem du STRG J drückst, wenn du fliegst, also ohne diese Star-Map offen zu haben. Das Autonav wird so lange fortgesetzt, bis du sein Ziel erreicht hast oder out of fuel bist. Hier unten ist die Anzeige, 3 Sprünge kann man machen, dann hat man keinen Treibstoff mehr. Oder bis du angegriffen wirst. Je nachdem, was als erstes passiert. Beachte bitte, dass Autonav auch dazu benutzt werden kann, um zu einem Planeten oder Station zu fliegen. Markiere diese einfach und dann mach Autonav an. STRG J. Und das hat den gleichen Effekt wie Right-Clicking on the MapNav. Select the Hyperspace Target. Jump to another system. Wir wollen dahin. Autonav. Jetzt, eigentlich sollte ich ja H drücken. Aber ach, wir machen das. Ihr seht ja, was da steht. Jetzt bereitet er sich schon vor. Preparing for Hyperspace. Rums. Whee! Das nenne ich mal Effekte. Simple but clever. So, jetzt sieht man auch, alles sieht ganz anders aus. Wir sind also irgendwo anders. Gut gemacht. Du hast erfolgreich einen Hyperspace-Sprung durchgeführt in ein anderes System. Von hier aus kannst du wieder zurückspringen oder deine Erkundungstour weiter fortsetzen. Aber pass auf, der Sprung hat deinen, da unten sieht man es, deine Treibstoffreserven angekratzt. Und jetzt kannst du nur noch zweimal springen. Du kannst entweder auffüllen, indem du zu einem Planeten fliegst, oder Treibstoff bei anderen Schiffen kaufst, oder wenn du ein kampfunfähiges Schiff enterst und den Treibstoff klaust. Achte immer auf dein Treibstoff, wenn du reist. Ja, in diesem Tutorial hat man unbegrenzten Treibstoff. Und ich soll jetzt weitermachen mit Hyperjumps, bis ich im System Navajo ankomme. Okay, also M,
drücken wir mal hier, AutoNav. Also ich bin sehr ich bin ein sehr mauslastiger Spieler, aber so kennt ihr mich ja eh schon. Von daher habt Nachsicht, wenn ich jetzt nicht jede Tastenkombination drücke, die hier irgendwie angegeben wird. Wobei das sicherlich, oh hier, 1000, 2000-fache, 3000-fache Geschwindigkeit, 5000-fache Geschwindigkeit stand da kurzzeitig. Ist das nicht geil? Naja, habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Auch wenn das sicherlich sinnvoll ist, was da so steht. Oder an Instruktionen steht. Aber sind wir mal ehrlich, nur weil ich einmal das Tutorial gespielt habe, heißt es nicht, dass ich mir die Tastenkombination sofort merken kann. Und so ein Mausklick, ja, die Geschichte hat gezeigt, mit der Maus rumzuhantieren, ist dann für die meisten Nutzer doch ein bisschen einfacher, als sich X-Tastenkombination zu merken. Aber da gibt es sicherlich auch Leute, die das irgendwie anders sehen. Großartig! Excellent! Du hast nun gelernt, wie man Hyperspace Jumps macht und die Galaxie erforscht. Du kannst noch ein bisschen rumspringen, wenn du Bock hast. Wenn du bereit bist, weiterzumachen, kann man auf Rin oder Navajo System landen oder auf Paul 2 im Moag System. Als finaler Abschlusstipp, du kannst Shift drücken, wenn du irgendwo draufklickst, um dann festzusetzen, ob du einen manuellen Pfad wählen willst oder AutoNav. Das ist interessant, das wusste ich noch nicht, das müssen wir jetzt mal testen. Herzlichen Glückwunsch. Abgeschlossen. Tutorial abgeschlossen. Ach, Flight. Interstellar Flight. Da steht gar nicht Fight. Also, es ist immer noch uninteressant. Ja, Land with L und Rin in the Navajo System or Paul's Weil in the Mohawk System to complete the tutorial. Ja, machen wir doch direkt. Mohawk. Ach, jetzt kann man mit Shift. Ah, das ist ja cool. Okay, gut. Machen wir nochmal zu. Machen wir nochmal auf. Da will ich hin. AutoNav. Ich glaube, wir fliegen jetzt sonst wohin. Und es geht. Oh, jetzt geht's natürlich richtig schnell, ne? Boah. Also man sieht, das ist das. Excellent. Ja, okay. Jetzt habe ich das gleiche Nummer getriggert wie eben, weil ich diese komische Route eben angegeben habe, die ja nicht gelöscht hat, als ich gedrückt habe, sich eben geschlossen habe und wieder aufgemacht habe. Naja, irgendwas ist immer. Aber jetzt sind wir gleich da, das merkt man jetzt schon, der Timelapse, also die Beschleunigung ist ein bisschen weniger schnell. So, und jetzt drücken wir Tab und Paul wollen wir hin. Yippie-ki-yay. Seid ihr noch da? Es ist noch langweilig, aber es wird noch gut, versprochen. Ah, jetzt habe ich wieder Steuerung S nicht gedrückt. Erstmal gegenfeuern. So, und direkt. Ah, man kann nicht bremsen. Ah, Gott, dieses Spiel, ne? Also Steuerung, weiß ich nicht. Da könnte man noch was Besseres machen. Aber jetzt erstmal langsam landen. Permission to land granted, landen. Ich habe jetzt mal L gedrückt, ausnahmsweise, weil ich so cool bin. So, welcome to the communications tutorial. Oh je, also erstmal die Kommunikation. In diesem Tutorial kriegst du gezeigt, wie man Kontakt aufnimmt zu anderen Schiffen oder mit Planeten oder mit Stationen. Okay, dein Schiff kommt einher mit einem eingebauten Communications Array. Um es zu benutzen, markiere, was auch immer du Bock hast und drücke Y. Sei vorsichtig, wenn du einen Planeten und ein Schiff angewählt hast, dann wirst du eher das Schiff kontaktieren als den Planeten. Wenn du mit dem Planeten sprechen willst, solltest du zuerst dein Ziel löschen, indem du C drückst. Ja, um zum nächsten Schritt fortzufahren, erwähle das nahe Schiff an und rede mit ihm. So. Du kannst auch mit dem Planeten Kontakt aufnehmen zuerst, aber ja. Ne, erstmal das Schiff. Target the drone and use Y to contact it. Well done. Ja, wie gesagt, das Tutorial ist so ein bisschen. Jetzt habe ich einmal Y gedrückt und dann gibt es schon das nächste Fenster, ohne dass irgendwas passiert ist, offensichtlich. Naja, gut gemacht. Normalerweise, wenn du ein Schiff rufst, fragst du, ob das dir was verkaufen kann oder ob es Treibstoff hat. Or bribble it. Bribble it if it's attacking you. Bribble weiß ich gerade wirklich nicht, was es heißt. Oder bribble ist, wenn es dich angreift. Aber das ist auch so ziemlich alles, was du tun kannst. Wie auch immer, in einigen Missionen ist es nötig, dass du die kontaktierst, um fortzusetzen. Da das eine Drohne ist, kannst du natürlich nicht viel mit ihr sprechen. Du kannst auch probieren, den Planeten zu kontaktieren. Das ist ein guter Weg.
um auf Planeten zu landen, die normalerweise sagen, nee, du darfst hier nicht hin. Beachte bitte, dass du not bribe. Das ist schon wieder. Bribe, ist es verhandeln oder sowas? Oder beschwichtigen? Beachte bitte, dass du nicht Planeten nicht briben kannst, die dich von vornherein landen lassen. Ja. Du weißt jetzt, wie man das Kommunikationssystem benutzt. So, ich denke, das ist es für dieses Tutorial. Aber warte, was ist das? Ein Schiff startet von einem Planeten und scheint interessiert daran zu sein, mit dir zu sprechen. Ah, dieses Zeichen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Civilian Galvan is hailing you, receiving hail. Ja. Wie du gerade mitbekommen hast, ist das Schiff dabei, dich zu kontaktieren oder will mit dir Kontakt aufnehmen. Das siehst du an einem animierten Icon nixt zu, also in seiner Nähe. Du wirst auch darüber informiert in dem Message Log hier unten und ein Sound Alert. Den habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt, aber vielleicht ist auch einfach mein Headset zu leise. Lass uns dem Schiff antworten. Du kannst das genauso tun, wie du es bisher gelernt hast, mit draufklicken und Y klicken. Oder das ist aber das ist unpraktisch, wenn mehrere Schiffe in der Gegend sind. Ein viel einfacherer Weg ist, direkt auf den Ruf zu antworten und indem man Steuerung Y drückt. Ja, machen wir mal. Das ist eigentlich wirklich Steuerung Y, kann man sich merken auch in dem Kontext. Steuerung Y. So. Großartig! Schiffe werden dich nicht oft rufen, aber wenn sie es tun, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dir was Interessantes oder Wichtiges zu sagen haben. Also achte immer auf die Schiffe, die versuchen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Du weißt jetzt, wie man mit Schiffen und Planeten redet und du weißt jetzt auch, wie es aussieht, wenn ein Schiff mit dir reden will. Als finaler Abschlusstipp, erinnere dich daran, wenn du automatisch antwortest, also Steuerung Y zu einem Schiff machst, das dich ruft, dann nimmst du es auch automatisch ins Visier. Also greif es nicht durch einen Unfall an. Mit Leertaste schießt man übrigens, glaube ich. Großartig oder Glückwunsch. Das war das Communications Tutorial. Next. Oh je. Erstmal strecken. Strecken muss auch mal sein. Ach, ist das schön. Tutorial. Standard Angriffs. Basic Combat. Also grundlegende Kampf-Tutorial. Das ist ein wichtiger Aspekt von NAV. Und du wirst irgendwann oder früher oder später Gegner bekämpfen müssen, egal für was für eine Karriere du dich entscheidest. Also in NAV kann man Händler sein, da kann man auch Pirat sein und so weiter und so fort. Aber erstmal zurück zum Tutorial. Du wirst jetzt die Standarddinge über die Standardprinzipien des Kampfes erfahren. In diesem Tutorial wirst du einen Lancelot Fighter fliegen. Er kommt ausgerüstet mit zwei verbesserten Laserkanonen. You can fire your weapons by pressing space. Du kannst mit Space schießen. Try this now. Also ihr seht, da ich blöderweise direkt in der Sonne gespawnt bin, sieht man den Laser nicht so gut. Aber hier, wenn ihr mal schaut, da. Ich schieße im Moment. Dir mag vielleicht aufgefallen sein, dass immer dann, wenn du mit Waffen schießt, deine Energie verbrauchst. Hier oben. Die Energie, die du während des Feuern benutzt und wird während des Feuern benutzt und wenn du keine mehr hast, kannst du nicht mehr schießen. Jo, ist klar. Die Energie lädt sich selbstständig auf mit der Zeit. Du wirst jetzt noch eine andere Art von Waffe sehen, die Munition verbraucht anstatt Energie. Munition ist natürlich nicht automatisch wieder aufgeladen. Die wirst du kaufen müssen von Planeten oder Stationen. Du wurdest jetzt mit einem Mace Rocket Launcher ausgestattet, der als sekundäre Waffe ausgerüstet ist. Benutze dies mit der linken Shift-Taste und schau zu, wie die Munition niedriger wird. Also links Shift. Wo ist die Munition? Ah, hier, da. Das ist die Munitionsleiste. Da seht ihr, wie es immer weniger wird. Okay. Jetzt lass uns das mal genauer anschauen über die Differenzen zwischen den beiden Waffen. Drück mal L, steht da. Mache ich.
Der Waffentab im Infomenü erlaubt dir, deine Waffen zu konfigurieren. Du hast 10 Waffengruppen. Dir stehen 10 Waffengruppen zur Verfügung. Jede Waffe. Jede Waffe kann zu irgendeinem dieser Waffengruppen hinzugefügt oder entfernt werden. Entweder als primäre oder sekundäre Waffe. Wie du bereits oder gerade gesehen hast, primäre Waffen werden mit Space abgeschaltet, sekundäre Waffen mit Links Shift. Oder Links Umschalt im Deutschen. Während dem Flug kannst du die Waffensets durchwechseln, indem du die Tasten 1 bis 0 benutzt. Zusätzlich magst du verschiedene Waffengruppen. You may set weapon groups to fire when activated. Additionally, verstehe ich gerade nicht. Ah. Nee. Irgendwie, man kann auch Waffengruppen irgendwie gruppieren und dann drückt man, kann man feuern, indem man 1 bis 0 drückt. Aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Egal. Configure your weapons as you like now. Also belege die Waffen, wie du möchtest. Oder lass sie, wie du möchtest. Dann schließe das Infomenü. Okay. Also Weapons. Hier kann ich jetzt irgendwie was umkonfigurieren. Weapons switched. Okay. Kann ich jetzt irgendwie hier... Wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Jetzt ist das gelb und rot. Hä? Tut mir leid. Habe ich... Ach ja. Outfit then can be activated. Secondary weapon. Ah ja, primary weapon. Outfit that can be activated. Wir machen jetzt mal alles blau. Enable Instant Mode. Automatically. What? No. Enable Instant Mode. Ist das jetzt das? Also wenn ich jetzt 3 drücke, dann werden die alle gefeuert, wie? Grammar testen. Close. Ja. Super. Ich hätte auch... Egal. Weiter im Tutorial. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe, was ich jetzt eingestellt habe, weil das Tutorial mich weiter boxt. Vielen lieben Dank dafür. Um das Zielen zu üben, wurde eine Drohne platziert. Diese Drohne wird sich nicht bewegen oder zurückkämpfen. Deine Aufgabe ist es, mit den Waffen so lange zu schießen, bis sie kaputt ist. Bevor du sie angreifen kannst, musst du sie markieren, als Ziel markieren. Drücke R, um die am nächsten anzugreifende Einheit zu... nächsten Gegner anzu... markieren. Gott. Du kannst auch auf ihn draufklicken mit der Maus. Eine gute Idee wäre, ist es immer, das Zielen im Kampf zu benutzen. Denn einige Waffen funktionieren nur, wenn das Ziel markiert ist. Ja. Was? And you can tell your ship to face a target. Ah ja, wenn man etwas an... Oh, das ist hier interessant, das wusste ich auch nicht. Wenn man etwas anvisiert hat, kann man Q drücken, um das Schiff dazu zu bringen, sich an das Ziel auszurichten. Nimm die Drohne im Visier und dann schieß auf sie, bis sie kaputt ist. So, kann ich jetzt eigentlich 1 drücken oder so? Nee, kann ich nämlich nicht. Irgendwie funktioniert das nicht. So, wenn ich jetzt Q die ganze Zeit drücke... Ah, dann, guck mal, dann macht er hier... Okay, aber dann... Das ist eigentlich ganz cool. Ich drücke jetzt Q und W, sodass ich so ein bisschen um die Drohne rumfliege, aber Space funktioniert jetzt nicht. Weil... Weiß nicht, ist das die Tastenbeschränkung? Ja, irgendwie... Also ich muss vom... Ja, super. Ich... Das... Klar. Also Q ist eine schöne Geschichte, aber wie ihr es gerade wunderbar sehen könnt, geht das auch wunderbar daneben. Also... Klar, solange ich mich bewege, ist Q eigentlich nutzlos. Weil ich nicht treffe. Wenn ich zu weit... Also... Ja, das ist blöd. Tut mir leid, das ist bescheuert. Das ist echt bescheuert. Also ich muss quasi händisch zielen, weil Q nur für den Moment gut ist. Oder wie viel hält die denn aus? Oder wenn man extrem nah dran ist, aber dann kann man auch direkt einpacken, weil dann verreckt man selbst. So, gut gemacht. Du hast die Drohne zerstört. Die Drohnen-Enemy... Und jetzt weißt du, wie man dich grundlegend verteidigst oder kämpfst. Als finaler Part des Tutorials wirst du gegen einen lebendigen Gegner kämpfen. Also ich weiß jetzt schon, wir werden zerstört, außer es gibt irgendwie, also ich bin unbesiegt beim Tutorial. Wir haben den besten Krieger im Sektor angeheuert, um dich zu testen. Der wird gleich neben dich springen.
Gut, viel Glück. Du wirst es brauchen. Da ist es. Da ist der Gegner. R drücke ich jetzt, um ihn anzuvisieren. Captain Practice. I'm invincible. I cannot be winced. So, wir schießen einfach mal auf ihn. Wir versuchen unser Bestes. Do you think you can take me? Weiß ich noch nicht so genau. Eigentlich nicht. Okay, scheinbar doch. You're no match for the fearsome tea practice. Auch nicht schlecht. Das ist ganz süß. Okay, gut gemacht. Gute Arbeit. Du hast deinen Gegner besiegt. Denk nicht zu viel über ihn nach. Er hat es geschafft, bevor sein Schiff in Luft geflogen ist. He mentioned that he was good at that. Maybe it should have given us a clue. Ach so, okay. Also das ist irgendwie als Gag gemeint gerade. Das ist jetzt nicht spielrelevant, glaube ich. Du weißt jetzt, dass die Basisprinzipien des Kampfes als finaler Abschlusstipp du kannst auch gegnerische Einheiten auf der Overlay-Map angreifen. Nee, nicht angreifen, sondern markieren. So. Das waren Grundzüge des Kampfs. Reicht jetzt da unten. So. Willkommen zum Raketen-Combat-Tutorial. Raketen verhalten sich anders als andere Waffen. Jo, das haben wir auch eben gemerkt. Naja. Du bist im Moment ausgestattet mit einem Unicorp Fury Launcher. Fury-Raketen sind Low-End Interceptor-Raketen. Ach du Scheiße, Dead Excel at Chasing Down. What? Weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht. Low-End Raketen, die für irgendwie gut sind für kleine Kämpfe, Fighter. Naja, um deine Raketen abzuschießen, musst du das Schiff erst markieren. Und dann. And then keep the target within an arc in front of your ship. Und das Ziel vor dir lassen. So gut ist mein Englisch nicht, verdammt. Der einfachste Weg, das zu tun, ist Q gedrückt halten. Ja, das hat ja eben super funktioniert. Wenn man sich selbst nicht bewegt, ist das vielleicht gut, ja. Während du zielst und... Was? Während dein Ziel in deinem Lock-on-Arc ist... Solange dein Ziel in dem Bereich vor deinem Schiff ist, in dem es dir möglich ist, auf es zu zielen, also automatisch zu zielen, wird die Rakete einen Lock auf die gegnerische Einheit herstellen. Und dann ist sie markiert. Solange das läuft, kannst du die Waffe aber nicht abfeuern. Versuch das jetzt aus bei der mobilen Drohne. Die ist hier. Q. So. Ja. Woran habe ich jetzt... Wo ist der Indikator, der mir sagt, Ziel erfasst? Weil scheinbar habe ich das gerade gemacht. Aber ich weiß es nicht. Okay. Gut gemacht. Solange die Waffe... Oh Mann, ey. Solange die Waffe... eingesperrt ist, nee, versperrt ist, hast du vielleicht den Indikator in deiner HUD gesehen? Nein, habe ich nicht. Der dir zeigt, dass ein Lock-on in Progress ist. Welcher? Hier ist meine HUD. Da ist meine HUD. Ich habe nichts gesehen, tut mir leid. Dieser Indikator existiert für alle Waffensysteme, die einen Lock benötigen, bevor sie gefeuert werden können. Beachte bitte, dass das Zielen auf ein Ziel oder das Lock herzustellen von verschiedenen Faktoren abhält. Abhängt zum Beispiel auch oder inklusive der Tarnrate des Ziels und wie gut die Waffe überhaupt im Locking ist. Das Lock wird auch dann schlechter, wenn dein Ziel nicht in deiner Lock-on Reichweite vor dir ist. Auch dann, wenn diese
vorher vollständig etabliert wurde. Entschuldige, dass ich gerade so ein bisschen haspel, aber das ist extrem blödes Englisch für mich im Moment. Wenn du das Ziel oder das Lock auf das Ziel verlierst, musst du das Lock wiederherstellen, bevor du wieder schießen kannst. Du vermögst deine Raketen jetzt zu schießen, beachte bitte, dass der Raketenwerfer als Sekundärwaffe benutzt wird. Also solltest du Left Shift benutzen, um zu schießen. Kann man auch verändern, wenn man möchte, will ich aber gerade nicht. Destroy the Charged Drone. So, da ist jetzt ein Lock drauf. Ah ja, man hat das gerade gesehen, die Rakete. Was zum Fick? Achso, jetzt ist es nicht... Ich will das jetzt wissen. Ah ja. Wenn das... Was? Jetzt ist ein Lock drauf. Nee, jetzt ist ein Lock. Geht's ein bisschen undeutlicher? Also... Okay, jetzt ist kein Lock drauf. Das sieht man, glaube ich, hier dran. Ich vermute, man sieht es hier dran. Ich kann es nicht beschwören. Jetzt drehe ich mich wieder hin. Dann wird der Schriftzug erst hell. Und jetzt... Jetzt ist grün, jetzt habe ich Lock. Und wenn es sich angenommen, es würde sich bewegen, jetzt habe ich keinen Lock mehr. Also das muss wirklich direkt vor mir sein. Die Waffe werde ich nie benutzen. Wenn sich der Gegner bewegt, wie schnell will ich denn da zielen? So. Okay, also Feuer. So, extrem hohe Schussraten, die wir gerade haben. Ja, geil. Wozu brauche ich denn Lock, wenn das Ding exakt vor mir sein muss, damit es Lock lockt? Naja. Nicht aufregen, vielleicht ist in der Kampfsituation gleich noch viel, viel anders. Na egal. Sehr gut. Natürlich war das nur eine Zieldrohne, ein mobiles Ziel. Wird dir einen besseren Eindruck davon vermitteln, wie die Raketen arbeiten im richtigen Kampf. Glücklicherweise haben wir einen exzellenten Pilot zur Hand, der dir dabei helfen wird. Das ist der Typ von eben. So. Dir wurden zwei Unicorp Fury Launcher gegeben, um Practice anzugreifen. Beachte, wie die Raketen automatisch dem Ziel hinterher fliegen werden. Es ist möglich, gezielt ausgerichteten Raketen auszuweichen, auch den schnellen Fury Missiles, aber es ist nicht einfach. So, da ist T-Practice. Wir drücken wieder Q. Jetzt habe ich wohl ein Lock. Jetzt fliegt er. Bring on the pain, sagt er. Ich fliege dem jetzt hinterher. Ah ja, okay. Also jetzt habe ich keinen Lock. Jetzt kriege ich gerade wieder Lock. Jetzt habe ich... Nee, ich habe immer noch... Nee, jetzt habe ich keinen Lock mehr. Jetzt grabe ich wieder Lock. Okay, die Reichweite ist natürlich relativ geil. Vielleicht ist es dann doch... So aus der Nähe war es halt eben total doof. Aber so auf Reichweite geht's. Okay. Okay, das war schnell vorbei. Okay, du solltest jetzt einen Eindruck davon haben, wie man Missile Weapons benutzt. Als finaler Abschlusstipp: Turreted Missiles. Raketen, die als Geschütz montiert sind auf deinem Schiff, haben einen 360 Grad Lock-on Bereich. Das heißt, die können immer auf den Gegner schalten und man muss sie nicht angucken. So. Congratulations. Ja, danke. Tutorial Hitze. Willkommen zum Hitze-Tutorial. In diesem Tutorial wird man dir beibringen, wie sich Hitze auf dein Schiff auswirkt und wie es sich auf dich auswirkt und was man dagegen tun kann oder dafür tun kann. Okay. Hitze wird generiert von Outfits, äußeren Einflüssen nehme ich an, weil Klamotten sind bestimmt nicht gemeint. Teilweise von Waffen. Jedes Mal, wenn du eine Waffe abschießt, wird einige der Energie in Hitze konvertiert. Diese Hitze wird abgegeben in das Äußere der Waffe. Und wenn ihr Äußeres heißer und heißer wird, verliert die Waffe ihre Effizienz. Für Waffen heißt das, sie bekommen weniger, sind weniger zielgerichtet, wenn sie erhitzt werden und schießen langsamer, wenn sie heiß werden. So. Wir wurden mit zwei Vulcan Cannons ausgestattet.
um zu sehen, wie sich die Hitze auf Waffen auswirkt, schieß mal in den Weltraum. So, machen wir. Peng, 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 peng. Use space to fire weapons. Vulcan Gun, da sieht man, das ist, glaube ich, die Hitze. Dieser Indikator hier, der langsam steigt. So. Wie du vielleicht gesehen hast, fingen deine Waffen an, langsam, aber sicher im größeren Radius zu schießen, also slightly off the sides, also die Zielgenauigkeit hat abgenommen, als sie sich aufgeheizt haben. Das ist problematisch im Kampf, achte also immer darauf, auf den Hitzelevel deiner Waffen. Der Hitzelevel war jetzt nicht so hoch, naja. Wenn die Waffen heiß sind, werden sie automatisch irgendwann abkühlen. Denn die Hitze fließt automatisch von dem Äußeren der Waffen in die Schiffshülle. Es kann eine gute Idee sein, alle Waffen auf einmal zu benutzen, wenn du einen längeren Kampf erwartest. Wechsel zwischen den Waffen, um sie hier und da abkühlen zu lassen. So. So, das ist Hitze, Heat in a Nutshell. Das ist Hitze kurz erklärt, richtig? Wie es sich zeigt, gibt es da noch mehr zu beachten. Du hast gerade gelernt, dass Waffen sich abkühlen, indem sie Hitze in die Schiffshülle ableiten. Aber was ist, wenn die Schiffshülle sich aufheizt? Eine Sache, die passieren kann, ist, dass dein Schiff sichtbarer für Gegner wird. Okay. Objekte, die heißer sind im Weltraum, da der Weltraum ja tendenziell ein sehr kalter Ort ist, will stand out more. Also die sind schneller zu entdecken. Zeichnen sich besser ab. Mann, 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 Mann. Oh, das sind ein paar zu viel. Jetzt zwischendurch was. Das dauert mir ja alles zu lange. Das war so nicht geplant. So. Wenn dein Schiff also heiß ist, ziehst du mehr Aufmerksamkeit auf dich. Etwas anderes, was passieren kann, ist dass sich die ausgerüsteten Sachen, die mit deiner Schiffshülle verbunden sind, langsamer abkühlen. Mhm. Nach all dem, der Hitzetransfer hängt davon ab, wie der Temperaturunterschied zwischen den verschiedenen Objekten ist. Also wenn ein Schiff sehr heiß ist, fällt dir vielleicht auf, dass die Waffen nicht mehr so schnell abkühlen, wie sie es vielleicht vorher getan haben. Oder gar nicht mehr. In diesem Tutorial haben wir dein Schiff heiß gemacht. Beachte bitte, dass die Schiffstemperatur im HUD angezeigt wird. Keine Ahnung wo, ich glaube hier. Und beachte bitte, wie deine Waffen nicht mehr runterkühlen. Ja, in der Tat. Gut, dass wir darüber geredet haben. Wie du siehst, ist ein heißes Schiff zu haben sehr blöd. Es wäre super, wenn Schiffe die Hitze wieder abwerfen könnten, wäre das nicht? Glücklicherweise gibt es da verschiedene Wege. Als allererstes, Schiffe geben Hitze wieder ab, wenn sie heißer sind als ihre Umgebung. Das passiert automatisch und kontinuierlich, aber es ist ein sehr langsamer Prozess. Gerade bei größeren Schiffen. Es mag möglich sein, die Rate zu beschleunigen, in der das passiert. Verzeihung. Indem man Dinge ausrüstet, die das bewirken. So. Hitze ist, Heat is also reset to the base level when you land. Der Hitzelevel wird auch dann heruntergesetzt, wenn man landet. So, immer dann, wenn du abhebst von einem Planeten, dann startest du mit einem schön heruntergekühlten Schiff. Es gibt noch einen dritten Weg. Wie dem auch sei. So. Jedes Schiff hat die Möglichkeit, in einem Special Cooling Mode zu gehen. Also Cooldown. Wenn der Cooldown aktiv ist, verlieren die Schiffe schlagartig ihre Hitze.
und alles wird heruntergekühlt. So. Let's try this now. If you're moving, press Steuerung S. Das probieren wir jetzt aus. Drücke Steuerung S, um zu bremsen. Und dann drücke es nochmal. Aha, und drücke es nochmal to activate Cooldown Mode. Aha. Mhm, also. Steuerung S. Wir stehen. Steuerung S. Mhm. Das ist ja geil. Du bist jetzt im aktiven Cooldown Mode. Du wirst einen Fortschrittsbalken sehen über deinem Schiff, der langsam kleiner wird. Wenn die Bar, also der Fortschrittsbalken komplett leer ist, dann ist dein Schiff runtergekühlt. Drücke nicht, also keine der Tasten in dem Moment, sonst wird der Cooldown abgebrochen und du musst nochmal von vorne anfangen. Während du im Cooldown bist, wird sich wieder deine Energie und deine Schilde aufladen. Also benutzt das bitte nur in einem sicheren, in einer sicheren Ecke der Galaxie und nicht dann, wenn man gerade abgeballert würde oder so. Warte darauf, dass dein Schiff abgekühlt ist. Und schau dir die Anzeigen an. Alter, das dauert ja ewig. Also das ist wirklich nichts, wenn man irgendwie gerade mitten im Kampf ist, mal schnell eben Cooldown. Ist überhaupt nicht, weil dann wird man irgendwie 18 Mal zerfetzt. Aber man sieht schon oben rechts, jetzt sind wir schon nur bei 550 Temperatur. So, die letzten Süßigkeiten, die ich mit dem Mund stecke, versprochen. Danach spreche ich wieder deutlich. Und jetzt geht es schlagartig runter. 300, 200, schön. Supi, well done. Du hast dein Schiff, was war denn das? Keine Ahnung, du hast dein Schiff komplett heruntergekühlt. Haben wir gut gemacht. Hier ist es genauso heiß wie der, oder so warm wie der, wie seine Umgebung. Wie dir vielleicht aufgefallen ist bei einem Cooldown, geht die Hitze nicht sehr schnell runter, sondern erst am Ende des Cooldown-Prozesses. Das ist deshalb, weil der Hitzelevel exponentiell heruntergeht im aktiven Cooldown-Mode. Es fängt sehr langsam an, aber wird mit der Zeit immer schneller. So. Daher ist es wichtig, beim Cooldown-Mode zu warten, bis er zu Ende ist. Oder zumindest bis zum Ende zu warten, bis zum näheren Ende. Ein Cooldown dauert immer einen ganz bestimmten Zeitraum. Und wenn man das abbricht, dann muss man von vorne anfangen. Das andere Wichtiges ist, dass... Cooldown funktioniert nur, wenn das Schiff stillsteht. Wenn du dich bewegst, funktioniert es nicht. Und auch wenn es sich attraktiv anhört, Cooldown während es eines Fangs, eines Kampfes zu benutzen, macht es sich selbst sehr angreifbar in dem Moment. Haben wir ja eben gemerkt, also, naja, okay. Du weißt jetzt alles über die Hitzemechanismen im Spiel. Als finaler Abschlusstipp, erinnere dich daran, dass sich Hitzeregeln auch auf andere Schiffe auswirken. Und einem Gegner ausweichen oder austricksen, während seine Waffen überhitzen, ist eine valide Taktik. So, das war das Hitze-Tutorial. Yay! Okay, Activated Outfits. Das Tutorial zu den Activated Outfits. Also Dinge, Ausrüstgegenstände. So übersetze ich jetzt einfach mal ganz frei. In diesem Tutorial wird dir erklärt, wie man Outfits aktiviert und wie sich einige von den normalen abgrenzen und wie man sie benutzt. So, let's begin. Also, oh Gott, Theorie. Lass uns mit der Theorie anfangen. Im Allgemeinen existieren drei Typen von Outfits. Aktive, passive und Waffen. Waffen sind durch ein anderes Tutorial abgedeckt worden. Lass uns also erstmal die passiven und die aktiven Outfits anschauen. Passive Outfits modifizieren dein Schiff in eine Art und Weise, die das Schiff immer affektieren, also betreffen. Das heißt, Engine Reroads, Generatoren, Panzerung und
Treibstofftanks sind zum Beispiel sind Beispiele für passive Outfits. Aktive Outfits haben drei mögliche Stati, in denen sie sein können. Aus, an und am Runterkühlen. Während sie aus sind oder im Runterkühlstatus, machen sie nichts. Sie machen dein Schiff nur schwerer. Wenn sie angeschaltet sind, dann sind die Effekte auf dein Schiff angewendet. Und sie werden, was auch immer sie von deinem Schiff verlangen, konsumieren in der Zeit. Also Energie oder irgendein Brennstoff, meinetwegen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Brennstoff gibt, aber so klingt es jetzt. Wahrscheinlich eher Energie. Ach du je. In diesem Tutorial ist dein Schiff ausgerüstet worden mit einem einfachen Unicorp-Jammer, also einem Radar-Störgerät, sowas in der Art. Das ist ein aktives Outfit, das dich davor schützen kann, dass dich vor ankommenden Raketen schützen kann. Aber nur dann, wenn es aktiv ist. Der Jammer wird automatisch zu einer Gruppe hinzugefügt und kann mit der 7 aktiviert werden, mit der Taste 7. Aktivierte Outfits können auch manuell zu Gruppen hinzugefügt werden, genauso wie Waffen. Um das zu tun, öffne das Information-Menü mit I, selektiere eine Gruppe, und die du für das Outfit benutzen willst, und dann klick auf das Outfit im Slots-Diagramm. Die Gruppe wird... die Gruppe wird von einem Waffenslot automatisch in ein aktiviertes Outfit-Slot umgeneriert. Wenn das einmal erledigt ist, kannst du die Hotkeys benutzen, also 1 bis 0, um dieses Outfit an- oder auszuschalten. Versuch jetzt mal, den Jammer zu aktivieren. Behalte ein Auge auf deine Energiereserven. Also das Jammer-Teil frisst die Energie. Ich könnte wetten, ich drücke jetzt 7 und dann kommt direkt der nächste Test und ich kann überhaupt nicht gucken, was hier oben passiert. Oh, ich nehme alles zurück. Also, oh, der drained gut. Da geht einiges. Wie du sehen kannst, zieht dir der Jammer deine Energie ab, während er an ist. Während du brauchst deine Energie für andere Dinge. Es ist also eine gute Idee, ihn nur dann zu aktivieren, wenn du ihn brauchst. Es ist wichtig, dass einige aktive Outfits so lange anbleiben können, solange du Energie hast, während andere hingegen nur für einen maximalen Zeitraum anbleiben können. Auch brauchen einige Outfits eine Cooldown-Periode, nachdem sie abgeschaltet wurden, in denen du sie nicht wieder anschalten kannst. Wenn ein Outfit in einer Cooldown-Periode ist, kannst du dir das Icon anschauen, um zu sehen, wie weit es ist. Der Effekt von einigen Outfits geht im Übrigen auch über die Wupper, oder die Dinger schalten sich komplett ab, wenn sie zu heiß werden. So. Du weißt jetzt, wie man ein aktives Outfit zu einer Gruppe hinzufügt und wie man sie an- und ausschaltet. Als finaler Abschlusstipp, bedenke, dass du so viele aktivierte Outfits zu einer selben Gruppe hinzufügen kannst, wie du möchtest. Du kannst sie kombinieren. Du kannst die Effekte verschiedener Outfits so kombinieren. Herzlichen Glückwunsch! Das schließt das aktivierte Outfit-Tutorial ab. Na gut. Huch. Oh je. Tutorial Disabling, also deaktivieren, ausschalten. Willkommen zum Ausschalt-Tutorial. Oder unfähig machen, denke ich mal, in dem Kontext. Während dem Spiel wird es dir einige Male ein Verlangen sein oder nötig sein, ein anderes Schiff zu deaktivieren. Und andere Schiffe werden auch dich aktivieren. Auch das kann passieren. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie das Deaktivieren funktioniert. Und zeigen dir auch, was passiert, wenn du selbst deaktiviert bist. Okay. Das erste, was du wissen solltest über das Deaktivieren, ist, dass es mit den meisten Waffen im Spiel nicht gemacht werden kann. Jede Waffe. That cannot be done, really.
Ah ja. Jede Waffe fügt an dem Ziel zweierlei Schaden zu. Normalen Schaden und Stress Damage, also Stressschaden. Stressschaden ist das, was das Schiff dazu bringt, deaktiviert zu sein. Eine Trainingsdrohne wurde platziert. Markiere sie und schieß drauf mit deiner Ionenkanone. Das sind deine Sekundärwaffen by default. So. Huch. Also markieren. Dann Q für anvisieren. Und dann sekundäre Waffe mit Left Shift, also links Umschalt. So, ich soll jetzt irgendwie was? Das ist wahrscheinlich, also unten rechts, das ist wahrscheinlich, ist das dieses Hochpoppende. Das ist bestimmt das Stress-Level, könnte ich mir vorstellen. Und wenn der die Shift-Konsistenz übersteigt, ja, dann ist es disabled. So ist es also. Also ihr habt gesehen, dass das immer weniger wurde hier und die blaue Balken immer mehr kamen. Und wenn das sich trifft, dann ist das Ziel außer Gefecht. Gut gemacht. Wie du vielleicht bemerkt hast, ja, das ist das, was ich gerade sagte. Ja. Wie gesagt, das ist das, was ich gerade erklärt habe, denke ich mal. Der Stress nimmt auch wieder ab, wenn man nicht schießt oder nicht trifft. Bis das Schiff komplett deaktiviert oder ja, bis das Schiff komplett deaktiviert wurde, dann nimmt es nicht mehr ab. Das heißt, genau, dass man immer auf das Ziel schießen muss und dass man quasi, wenn man eine ganze Zeit daneben schießt, dann nimmt das wieder ab und dann dauert es wieder länger, bis man es disablen kann. Ein Schiff wird dann ausgeschaltet sein oder deaktiviert sein, wenn der Stress höher ist. Wenn der Stress genau dem, den verbleibenden Energie entspricht. Oh Mann. Das ist, ja, wie gesagt, das ist das, was ich eben gesagt habe. Die Ships armor to go below. Ja, okay. Du kannst Gegner ausschalten, aber das können Gegner natürlich auch mit dir tun. In einem Moment können dich Piraten dich angreifen mit Ionenkanonen. In diesem Tutorial würde es dir nicht möglich sein, zurückzukämpfen, aber mach dir keine Sorgen. Du kannst von dieser Attacke nicht sterben. Schließe diese Nachricht und schau zu. Ach ja? Ich kann doch nicht, mehr wegfliegen! So, also hier seht ihr mein Schild. Das ist mein Stresslevel. Also ich habe ein Schild, ich habe auch eine HP-Anzeige, die jetzt runtergeht und jetzt bin ich disabled, ne? Ja, scheinbar. Und jetzt fliegen sie weg, weil sie keinen Bock mehr auf mich haben, weil ich wahrscheinlich müffel. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Ah! Wie du gerade gesehen hast, Time Compression? Ah ja, die Zeitbeschleunigung fängt sofort an, wenn du disabled bist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ausgeschaltete Schiffe können sich auch irgendwann wieder reaktivieren. Die Schiffe reparieren sich und bekommen wieder mobil irgendwann. Wenn das dir passiert, also dem Player, dann kickt halt diese Zeitkompression ein, die alles ein bisschen schneller ablaufen lässt, damit man selbst nicht zu lange warten muss. Natürlich kannst du währenddessen immer noch zerstört werden oder geändert werden in der Zwischenzeit. Auch wenn die Time Compression anfängt. Naja, okay. Du weißt jetzt, wie man Schiffe ausschaltet und was passiert, wenn du ausgeschaltet wurdest. Als finaler Abschlusstipp, denke immer daran, dass du sehen kannst, wie viel Stress, Schaden jede Waffe verrichtet. Im Outfitter, also über das E-Menü und über dem Equipped Screens, dass das gleiche sein dürfte. Naja, das schließt das Disabling Tutorial ab. So, der planetarische Screen. Das Tutorial über die planetaren Infoscreens. In diesem Tutorial wirst du lernen, was du von Planeten erwarten darfst. Oder einer Station, wenn du auf ihnen landest. Wir werden auf Pol 2 landen, damit fangen wir an. Wie man landet, ist in einem anderen Tutorial abgedeckt worden. Deswegen werden wir jetzt erstmal automatisch landen. Okay. Also hier dreht sich, das bin ich nicht, das ist das Spiel selbst. Da dreht sich was, da landet was und jetzt tadada. Wenn du einmal gelandet bist,
wirst du mit dem Landebildschirm begrüßt. Das ist der normale Bildschirm, der dich begrüßt bei allen Planeten und Stationen, auf denen du landest. Der Landebildschirm gibt dir Informationen über den Planet und die Station und lässt dich wieder auffüllen. Lets you refuel? Ich glaube, das ist automatisch. Um die interessanteren Gegebenheiten auf Pol 2 zu begutachten, klicke auf die Tabs im unteren Bildschirmbereich. Jedes Tab repräsentiert ein verschiedenes Areal des Weltraumhafens. Einige Weltraumhafen sind dicker ausgebaut und haben mehr von diesen Tabs oder mehr Gegebenheiten, und andere sind halt kleine Pimp-Flughäfen, wo nichts abgeht. Nicht mal der Putz von Wänden. Und oftmals wird es so sein, dass man von Planet zu Planet fliegen muss, bevor man das bekommt, was man möchte. Naja, also selektiere irgendeinen Tab da unten und dann geht's hier los. Press the Take-Off-Button. Ah ja, dann kann man das für Tool schon beenden. Das ist ja cool. Also hier. Oh! Ah, da krieg ich auch noch was erklärt. Ich dachte jetzt schon, das ist ja schön. Das ist der Weltraumhafen, die Weltraumhafen-Bar. Da kannst du Leute finden, die interessiert sind, mit dir zu reden, die Missionen geben. Du kannst aber auch die News anschauen, was gerade so abgeht im Weltraum. You can approach patrons. Also wenn man die Leute, die da sind, die kann man anklicken und dann kann man approach, also näher treten an die Person, um sich eben mit denen zu unterhalten und so weiter. Es gibt hier im Moment keine Missionen. Die Missionen werden in einem anderen Tutorial näher erläutert. Also das kommt noch. So, okay. Missions. Der Planetare. So, in diesem. Das ist der Missionscomputer. Das ist das, wo du Arbeit finden kannst, wenn du Credits brauchst. Die meisten Missionen werden. Also die meisten Missionen werden beinhalten, dass man Leute oder Fracht von A nach B bringen muss. Aber du bist vielleicht auch es ist dir vielleicht auch offengestellt, weitere Missionstypen freizuschalten im Laufe des Spiels. Es gibt im Moment hier keine Arbeit und deswegen hier auch hier wieder der Hinweis, Missionen werden in einem anderen Tutorial näher erläutert. Outfits. Das ist der Outfit-Seller, also der Zusatzteile-Verticker, umgangssprachlich. Du kannst hier Sachen kaufen und verkaufen, so, also Dinge wie Waffen, Schiff-Upgrades und Munition. Beachte bitte, beachte bitte, dass du, wenn du das hier gekauft hast, auch in die Equipment-Facility gehen musst, das ist auch ein Tab unten, um das auch einzubringen. Also nur wenn man es kauft, dann hat man es nur im Laderaum, da bringt es einem nichts. Ein bestimmtes Item von Interesse, das die meisten Händler haben, das ist eben die Star Map, womit man dann gleich alles sieht auf der Tab-Übersichtstaste. Wenn man die Star Map kauft, gibt dir das Informationen über dieses und andere Systeme und vor allem die Jump Points, die ja sehr wichtig sind, um von A nach B zu kommen in der Galaxie. Und ja, das ist ein sinnvolles Item, wenn man gerade anfängt sozusagen. Okay. Sie hier, Local Star, das sind die Karten hier unten. Ein GUI-Update. Fury Missiles haben wir eben kennengelernt im anderen Tutorial. Waffensysteme und so weiter und so fort. Aber dafür, da geht es bestimmt später noch ein bisschen detaillierter drauf. Haben wir eigentlich gerade Kohle? Können wir was kaufen? Ich glaube nicht. Doch, cool. Kostet doch alles nichts. Geil. Oh doch, das kostet was. Naja, okay. Previous. Shipyard. This is the shipyard. Das ist der Schiffshafen. Du kannst hier Schiffe kaufen und verkaufen. Oder verkaufen, ja. Hier gibt es gerade nichts zu kaufen und darum kümmern wir uns auch nochmal. Du wirst aber meistens immer zumindest eine oberflächliche oder kleine Auswahl an verschiedenen Schiffen sehen, wenn du ein Schiff. Hafen besuchst. Englisch at its best. Equipment. Oh je. Das ist der Equipment-Bildschirm. Da kannst du das Schiff customisieren. Also, da kannst du das Schiff umbauen, umrüsten, anpassen. Oder zu einem anderen Schiff wechseln, wenn du mehr als eins besitzt. Dir wird eine Anzahl von Equipment vorgegeben. Versuche mal, sie zu installieren, indem du auf sie rechts klickst.
Nee, by right-clicking the item boxes in the inventory panel. Das ist vermutlich das hier. Das ist hier mein Inventory. Das ist ja das, was aktuell... Probieren wir gleich aus. Wo sind wir jetzt? Du kannst es ja auch wieder deinstallieren, wenn du nochmal rechts klickst. Okay. Jeder Zusatz ist entweder ein Struktur, ein Werkzeug oder ein Waffenzusatz. Und kann... Ach da, hier, das sind die Kategorien. Und kann auch nur in diesem Slot installiert werden. Okay, jeder Zusatz hat seinen Preis. Die Möglichkeiten, also die hier, da haben wir es, die Möglichkeiten sind, die größten Möglichkeiten sind Small, Medium und Large, der Zusätze. Die Größen sind im Moment, werden angegeben durch Gelb, Grün und Blau. Das ist also Mittel, nehme ich an. Das dürfte dann leicht sein. Naja. Und diese Zusätze können nur da installiert werden, wo es auch genug Platz ist. Also die sind alle gelb hier. Medium oder leicht, weiß ich nicht genau. Jedes Outfit benutzt einen bestimmten Anteil der Rechenkapazität eines Schiffes. Deine Rechenkapazität wird gezeigt als grüner Bar, das ist hier. Als grüne Leiste und die wird langsam rot, wenn zu viel CPU benutzt wird. Du kannst nur starten, take off, wenn deine CPU nicht voll ausgelastet ist. Also wenn das, was installiert ist, nicht die Möglichkeiten der CPU übersteigt. So kann man es verstehen. Jeder Zusatz hat eine bestimmte Masse, die zu deinem Schiff hinzugefügt wird, wenn du es installierst. Und wenn die Schiffsmasse das übersteigt, wird deine Geschwindigkeit und deine Beschleunigung reduziert. Aber man kann auch starten. Ist ja gut zu wissen. Wenn du dir die Schiffsslots anschaust, die du hast, auf der rechten Seite des Menüs, wirst du feststellen, dass drei von ihnen anders sind als die anderen. Das liegt daran, dass das die Ship-Core-Slots sind. Das sind wahrscheinlich die hier. Die drei roten. Core-Slots sind spezielle Slots, die nur das dazu passende Core-Outfit beinhalten können. Die Engine-Slots können nur Engines beinhalten, die System-Slots nur das System und die Hüllen-Slots nur die Hülle, ist klar. Modifikation. Das Wichtigste, das du wissen solltest, ist, in dem Moment, wenn einer von den drei Slots leer ist, kannst du dein Schiff nicht mehr abheben. Core-Outfits can be found in the Core-Tab of the Equipment-Browser. Da. Okay. Klicken wir nochmal ein bisschen durch. Core-Outfits. Wir machen das jetzt auch einfach mal rein. Click to remove. Hier removen wir einfach mal alles. Dann setzen wir das ein. Ah ja, auch mit Rechtsklick. Sehr gut zu wissen. Ja. Nexus-Antrieb. Irgendein Hüllending. Verzeihung. Tut mir leid. Oh, es kam so über mich wie die Nacht über die Welt. So, und dann gibt es jetzt hier zum Beispiel Cargo. Hier kann man das jetzt anfügen. Drücke jetzt einfach mal rechte Maustaste. Ah ja, hier. Okay. Jetzt haben wir eine weitere Cargo Bay. Und eine Engine. Habe ich jetzt mal angefügt. Die gibt mir plus 3 Beschleunigung. Aber auch mehr Energiebenutzung. Okay, alles klar. Dann das Unicorp-Ding. Dieser Jammer, den wir eben kennengelernt haben, den man aktivieren kann. Den habe ich jetzt auch mal eingebaut. Hier. Dann Plasma und ein Laser Cannon. Da sieht man auch langsam, wie die CPU runtergeht. Okay. Und ja, viel mehr ist eigentlich gerade nicht zu holen, weil mehr haben wir nicht gekauft eben. Was ist Commodify? Das kenne ja noch nicht mal ich. Nee, Commodity. Kenne ich ja schon. Wir probieren es aus, oder wir finden es raus. So. Verzeihung. Das ist die Commodity Exchange. Hier kannst du Dinge kaufen und verkaufen. Also Güter. Das Handelssystem ist gerade in einer frühen Phase der Entwicklung. Wenn das System einmal komplett ausgebaut ist und entwickelt ist, wird es in einem separaten Tutorial erklärt. Ja, also, es ist relativ, ich habe es mir auch mal kurz angeguckt, es ist relativ simpel. Man sieht hier, was die planetaren Dinge anbieten. Das kann man kaufen und hat es dann halt im Laderaum. Kann zur nächsten Kolonie oder zum nächsten Planeten oder Raumschiff zum Fliegen und kann es da wieder verticken.
Es gibt, soweit ich das gesehen habe, noch keine Möglichkeit zu sehen, okay, wo kriege ich jetzt einen guten Preis für die Ware, die ich bei A kaufen kann? Also wo ist mein passendes B zu A, damit ich auch was dran verdiene? Und so, ich denke mal, das meinen die mit dem ist noch in Development. Also das ist noch nicht so ganz ausgereift. So, dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. Take off. Aber das ging schnell. Missions- und Events-Tutorial. Welcome to the Missions and Events-Tutorial. Dieses Tutorial erklärt dir die Missionen, die die treibende Kraft hinter dem Spiel sind, genauso wie Ereignisse, die dem Spiel eine gewisse Würze verleihen. Bitte beachte, dass in diesem Tutorial vorausgesetzt wird, dass du weißt, wie du mit deinem Schiff umzugehen hast. Wenn du es nicht weißt, solltest du dir vielleicht die anderen Tutorials nochmal angucken. Das gleiche gilt dann auch für euch, die das gerade sehen. Eine Mission, wie du dir vielleicht denken kannst, wird dir gegeben, um sie abzuschließen und eine Art von Belohnung zu bekommen. Missionen kommen in zwei Variationen: Computermissionen und Non-Player-Character-Missionen. Okay. Computermissionen werden direkt von dem Missionscomputer an dich weitergeleitet, das haben wir eben gesehen. Und diese Missionen sind typischerweise random generated. Das ist einfach irgendwas, was irgendwie dann ausgegeben wird und auch nicht zum Plot beiträgt oder so. Sie dienen dazu, dir Möglichkeiten zu geben, Arbeit zu finden, wo auch immer du gerade bist. Die Non-Player-Character-Missions, also die Missionen von anderen Spielern, die der Computer auch spielt, werden dir von Spielcharakteren übermittelt. Das passiert meistens in der im Spaceport-Bar, also in der Kneipe, aber manchmal auch, aber manchmal kommen Missionen auch auf anderem Wege zu dir. Also achte immer drauf, ob nicht irgendwas irgendwas passiert. Wir werden jetzt anfangen, eine Mission von einem NPC zu akzeptieren. Dieser NPC wartet auf dich auf Rin, der Spaceport-Bar. Lande auf Rin und select den Bar-Tab auf dem Planetoiden-Screen. Also wir steuern auf Rin zu, wir drücken STRG S, um uns über Rin in Warteposition zu begeben, und dann drücken wir L, um uns erstmal anzuwählen. Dann wurde uns die Landemission gegeben, die Landeerlaubnis, und dann drücken wir nochmal L, um zu landen. So, nochmal ein paar andere Tutorials mit eingebracht gerade. So, das ist die Beschreibung von Rin, die interessiert uns nicht. Wir gehen direkt in die Kneipe. Wie du hier sehen kannst, ist hier jemand in der Kneipe. Er wird uns eine Mission geben, wenn wir auf ihn zugehen. Um das zu tun, klick erst auf sein Bild und dann klick auf den Approach-Button. Das ist der Jon. Es ist immer wichtig, oder es ist immer wert, dass nicht alle NPCs dir Missionen geben werden. Die ganz besonders anders aussehen, also die NPCs, die sich von anderen NPCs abheben, werden wahrscheinlich, also die Mission geben, werden wahrscheinlich hier vorne stehen, dann relativ weit vorne, und dann, ja, Group near the Bedingung auf der NPC-List. Also wenn hier mehrere stehen, dann sind die hier vorne stehen, die wichtigen, und alles, was danach kommt, die blubbern halt mit dir. Aber inwiefern das sinnvoll oder missionsträchtig ist, sei mal dahingestellt. Okay, also wir klicken auf den Chabo. The person has a mission for you. Okay, das steht da normalerweise nicht so direkt. Vertraut mir, das steht da irgendwie so ein bisschen verschlingelt. Zum Beispiel, ja. Wenn der Weltraum dir ein bisschen zu viel wird, ist die Spaceport Bar. Achso, das ist einfach nur eine Infomeldung. Okay. This person has a mission for you. Normalerweise steht das sowas wie, der Commander von XYZ sitzt da und nippt an seinem Bier. Er sieht sehr besorgt aus, als er dich sieht und merkt, dass du ein Pilot bist, schaut er dich erwartungsvoll an. Sowas könnte stehen, nur halt auf Englisch. Und dann sagt man Approach, sprich auf ihn zugehen. Und dann fängt er an, mit einem zu reden und sagt, wo sein Problem ist. In diesem Fall, hello, der Guff, wer auch immer Guff ist, sagt dir der Mann. Du bist der Typ, der das Tutorial macht, oder? Na gut, dann lass mich dir mal was erzählen, wie das hier alles funktioniert. Pass mal auf. Wenn du mit Leuten redest, in einer Bar wie dieser, dann hast du, und sie haben dir eine Mission, die sie dir geben können, sagen sie normalerweise, um was es in der Mission geht und um was so die Dinge sind, die man beachten muss, um die Mission zu können, auszuführen und so weiter. Hör gut zu, was sie dir sagen. Das ist nämlich relativ wichtig, denn sie erzählen dir normalerweise, um was es in der Mission geht. Das habe ich eben schon gesagt. Déjà vu. Normalerweise
wird dich der Missionsgeber fragen, ob du die Mission auch wirklich machen möchtest. Wenn du dir selbst zutraust, dass du die ganze Sache regeln kannst, dann nimm an. Ansonsten kannst du immer sagen, nee, mach ich nicht. Hab keine Furcht oder fürchte dich nicht. Du wirst immer in der Lage sein, Missionen zu finden. Du wirst immer in der Lage sein, den Missionsgeber später nochmal zu finden und dass er die Mission später aufträgt. Also kein Druck, Junge, entspann dich. Okay, lass uns das mal ausprobieren. Die Mission, auf die ich dich sende, ist eine Informationsmission. Also du sollst mit Informationen beschaffen. Ganz einfach. Du sollst nur ins Cherokee-System fliegen. Da ist ein alter, verlassene Station da. Da sollst du hinfliegen und sollst da mal anhalten. Und damit der Scanner das Ganze scannen können. Und wenn du das gemacht hast, dann flieg zurück zu Paul 2 im Moorhawk-System. Und da treffe ich dich dann. Kannst du das tun? Wir haben die Möglichkeit zu sagen ja oder nein. Wir sagen ja. Großartig! Ja, nun, da du diese Mission akzeptiert hast, wirst du einen Missionsscreen auf dem Screen sehen. Eine Info quasi. Wenn du im Space bist. Ah ja, okay. Deswegen habe ich gerade danach gesucht und nicht gefunden. Dein aktuelles Ziel wird gehighlightet in grün. Dein erstes Ziel ist es, zu der verlassenen Station zu fliegen. Wie ich schon sagte, ist dies ein Cherokee-System. Ich habe einen Marker für dich dahingesetzt auf deiner Galaxy Map. Dann weißt du auch, wo du hin musst. Missionen tendieren dazu, das zu tun. Also achte immer darauf, auf die Markierung, die du bekommst. Wenn du im Sugar Creek bist, kannst du die Station finden über deine Overlay Map. Das ist die Tab-Taste. Wir erinnern uns. Und noch ein Ding, wenn du eine Mission erledigst und sie geht schlecht aus, kannst du sie immer noch abbrechen, kannst du sie jederzeit abbrechen. Öffne einfach das Infomenü, select die Mission und dann klick auf die Mission und schlag auf den Abbrechen-Button ein. Die meisten Missionen werden irgendwann wieder auftauchen, wenn du das tust, also mach dir keine Gedanken. Und ja, das gilt auch für diese Mission, wenn du sie abbrichst. Komm einfach wieder her und blubber mich nochmal an und dann fangen wir nochmal von vorne an und so weiter und so fort. Okay, gut, also wir taken off. Dann Galaxy Map. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ach da, Fly to the Cherokee System. Tutorial Mission. So, das ist das Cherokee System. Da klicken wir hin. Wir können aber nicht autonaven, weil es keine Dings gibt. Keinen Jump Point. Den haben wir noch nicht gefunden. Das soll wohl ein bisschen so einen schon mal aufs Spiel vorbereiten, weil im Spiel geht es einem genauso. Wir können aber in das Irocris-System fliegen. Jetzt ist die Frage, kommen wir von Navajo? Nee, kommen wir nicht. Wir müssen zum Irocris-System, über Autonav, das machen wir jetzt. Hui, dann gucken wir das mal zu. Död. Warten kurz, bis die Automatik hier ihr Tagewerk erledigt hat. So, sind wir schon im nächsten System. Galaxy Map. Ah, da haben wir jetzt auch den Jump Point nach Cherokee. Autonav zum Jump Point. Ist jetzt die Strecke eigentlich hergestellt? Ja, jetzt ist sie auch da. Das war eben nicht der Fall. Habt ihr mal gesehen, wie das so funktioniert? So. Gleich sind wir da. In wenigen Sekunden sind wir da. Wir machen die Galaxy Map auf. Da ist die Abandoned Station. Auch wieder ein Rechtsklick drauf. Dann geht das Ganze ein bisschen flotter, als wenn man mit der Hand hin navigiert. So, Steuerung S. Wir sind natürlich viel zu weit hinten. Wait until the scan is complete. Dein Scan-Equipment macht einen schnellen Sweep. Okay, einen schnellen Sweep von der verlassenen Station. Da ist nichts Wichtiges, was hier zurückgelassen wurde. Wie scheint und ja, das war's. Und jetzt soll ich auf Paul 2 im Mohawk-System landen. Auch kein Problem, klicken wir hier in Autonav. Da gibt er wieder Vollstoff. Wir wollen ja auch keine Zeit verlieren. Siebenfache Geschwindigkeit war eben angegeben, das ist natürlich eine ganze Menge. So. Okay, cool. Karte, wo sind wir? Da, Paul 2. Go to Paul 2. Distance. Kleiner werden. Steuerung S.
Hey, wäre es ein Auto, hätte man die Reifen quietschen gehört. Und wir drücken Hilfe, landen. Wir dürfen das, haben wir gerade gesagt bekommen. Und jetzt tun wir es auch. So. Der Mann, der dir die Mission gegeben hat, trifft dich am Space Dock und sagt Hello again. Er grüßt dich. Wie du sehen kannst, musst du gar nicht nochmal erneut mit mir im Space, in der Spacebar reden, sondern ich komme direkt auf dich zu, weil ich so ein geiler Typ bin. Und dann, ja, ist die Mission quasi komplett. Normalerweise, wenn es um Planeten, also ist es nur nötig, auf dem Planeten zu landen und dann ist ja schon alles cool. Normalerweise ist das der Zeitpunkt, wo du eine Belohnung bekommst. Aber in diesem, da das hier nur ein Tutorial ist, kriegst du ja auch nichts davon. Also hast du ja nichts davon im Nachhinein. Aber in deinen zukünftigen Reisen, so, kriegst du halt ein bisschen Kohle dafür, ne? Ja, manchmal auch Schiffe oder Equipment, je nachdem, was für eine Mission du angenommen hast. So, da das jetzt alles erklärt ist soweit oder erledigt ist, musst du nur noch abheben, um das Tutorial zu beenden. Gut gemacht und viel Glück da draußen. Mit diesem Statement geht der Mann zurück in den Spaceport-Komplex und lässt sich zurück mit der Befriedigung, dass du eine Mission erfolgreich abgeschlossen hast. Ja, das klingt doch mal positiv. Und dann würde ich sagen, drücken wir auf Take-Off und ab zum nächsten Tutorial. Tutorial, Mission and Events. Ach nee, gar nicht. Das ist noch das vorige Tutorial. Now that you know. Jetzt, da du weißt, wie Missionen funktionieren, ist es einfach zu erklären, was Events sind. Ach so, das alles zusammenhängt. Events sind sowas wie eine Mission, aber sie passieren von selbst. Das heißt, du musst quasi, du gehst auf die Suche nach Events. Du hast nicht die Möglichkeit, sie zu akzeptieren oder sie abzulehnen, sie passieren einfach und du kannst sie auch nicht abbrechen. Wenn ein Event passiert, musst du einfach die Welle reiten oder zum Guten oder zum Schlechten. Tatsache ist, ein Event passiert gerade jetzt in diesem Moment für dich, so wie das Event, das Tutorial als solches auch ein Event ist. Also, dass hier plötzlich so ein Fenster aufgeht im Tutorial, das ist ein Event. So, das waren wir mit, nehme ich an. Okay. Du weißt jetzt, wie man Missionen spielt. Missionen sind das, wo die meiste Action im Spiel passiert. Und deine Karriere wird großenteils davon abhängen, wie gut du dich um Missionen kümmerst und welche Art von Mission du akzeptierst. Als einer finale Abschlusstipp, einige Missionen erscheinen nur dann, einige Missionen erscheinen nur in bestimmten Bereichen des Weltalls oder der Galaxie. Sei also sicher, dass du eine Menge umherreist und check immer die Spaceport-Bars auf, wo auch immer du hingehst. Kongratulation, das beendet das Missions- und Events-Tutorial. Ach Gott, erstmal kurz gehen und dann ab zum nächsten. Bam, Junge. Das war's? Das war's. 1 Stunde, 28 Minuten laut Simple Screen Recorder. Wir wissen jetzt, wie man Naef Sea of Darkness spielt, im Endeffekt. Und was soll ich sagen? Ich habe mir das jetzt spontan anders überlegt. Das heißt, dieses fette Video werde ich auf Folase hochtingeln. Das werde ich in Ausschnitten auf meinem Kanal hochtingeln. Und jetzt mache ich nochmal quasi, nachdem wir das alles wissen, gibt es jetzt nochmal das dazu passende kurz angespielt für Folase, was ich jetzt gleich aufnehmen werde. Und das seht ihr dann irgendwie einzeln. Also falls ihr das bis hierhin durchgeguckt habt, schaut euch auch das kurz angespielt an, wie das Ganze jetzt in Action aussieht. Und falls ihr von dem kurz angespielt hierher gekommen seid, Glückwunsch, ihr habt das Tutorial hinter euch gebracht, zumindest in der Theorie. Machen solltet ihr es ja auch nochmal selbst. Naef, schönes Spielchen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das ganze Tutorial-Gedöns so in der Live-Action-Sequenz aussieht. Also,